und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Vivian. Erstens hat jemand das mal in die Kommentare geschrieben und ich fand die Videoidee wirklich sehr, sehr gut. Und zweitens, wir sind alle mal faul. Wir haben alle nicht so wirklich Bock, viel für die Schule zu lernen und wir verdienen ja alle ein bisschen Freizeit. Und deswegen habe ich mir überlegt, zeige ich euch einfach mal meine besten Tipps quasi, wie man gut in der Schule sein kann, ohne halt viel Aufwand zu betreiben. Also nicht den ganzen Tag in der Schule sitzen und dann, sobald man nach Hause kommt, wieder mehr für die Schule macht, sondern dass es einfach alles so ein bisschen locker flockig geht. Ich habe 10 Sachen für euch und ich verspreche euch jetzt schon mal im Vornherein, das sind nicht diese ganzen Standardsachen, die immer gesagt werden. Also ich habe ein paar Standardsachen, aber ich habe auch ziemlich coole Sachen. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt ihr mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und abonniert gerne den Kanal, damit ihr kein weiteres Video mehr von mir verpasst. Auf meinem Kanal findet ihr eigentlich alles zum Thema Lifestyle, Beauty, Schule, ja, größtenteils halt einfach Lifestyle. Also wenn euch sowas interessiert, dann abonniert gerne den Kanal. Dann würde ich sagen, rede ich gar nicht weiter um den heißen Brei herum und wir legen direkt los mit dem Video. Eine Sache ist wirklich so, 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 so wichtig und ich habe echt lange gebraucht, um das mal zu verstehen und zu checken, dass das so viel bringt und so einen Unterschied macht. Und ich verspreche euch, wenn ihr das mal ändert und ausprobiert, dann werdet ihr das hinkriegen. Okay, also der erste Tipp ist wirklich gut mitzuarbeiten und wenigstens zuzuhören. Ich glaube, ab der 10. Klasse, so ist es bei mir zumindest, zählt Mündlichkeit und Schriftlichkeit 50-50. Und wenn ihr dann mündlich 1 steht, dann habt ihr, egal wie ihr schriftlich steht, schon mal gute Chancen, weil ihr das besser ausgleichen könnt. Falls ihr so Probleme habt, irgendwas in der Klasse zu sagen, erstens, warum? Ist ja egal, wenn es falsch ist, aber so lernt ihr. Durch Fehler machen lernt ihr Sachen. Und man muss ja nicht immer unbedingt bei jeder Frage sich melden und sowas, aber man muss wenigstens zuhören und mal an die Tafel gucken. Weil ihr werdet merken, wenn ihr euch Mühe gebt, im Unterricht direkt alles zu verstehen, müsst ihr so, so viel weniger zu Hause machen und für Klausuren lernen und sowas. Weil wenn ihr das Thema eh schon verstanden habt, dann müsst ihr Sachen nicht mehr unbedingt wiederholen. Ihr müsst euch so denken, weil ihr ja eh da seid, könnt ihr auch einfach mitarbeiten und dann, wenn ihr zu Hause seid, habt ihr halt weniger zu tun. Da müsst ihr euch so ein bisschen Prioritäten setzen. Und ich weiß, es ist schwer, wenn die Freunde alle reden und sowas, aber da müsst ihr halt, wie gesagt, einfach Prioritäten setzen, weil ich habe gerade eben schon meinen zweiten Punkt kurz erwähnt und zwar, dass Unverständlichkeiten und Fragen direkt geklärt werden, wirklich. Geht zum Lehrer und fragt oder fragt die schlauen Kinder aus der Klasse, die den Eindruck machen, dass sie es verstanden haben, weil Schüler das oft besser erklären können als Lehrer. Genau, aber sorgt dafür, dass ihr alles direkt geklärt habt, weil zum Beispiel in Mathe, nehmen wir Mathe als Beispiel, wenn ihr in Mathe ein Thema nicht versteht, im nächsten Jahr wird das wieder drankommen. In halt ausgeweiterter Form, also schwererer Form. Und wenn ihr die einfache Version schon nicht verstanden habt, dann wird es halt danach noch schwerer sein. Wirklich, Leute, fühlt euch nicht komisch, wenn ihr den Lehrer zum 5. Mal die gleiche Frage stellt. Das ist sein Job oder ihr Job. Also so, die werden dafür bezahlt, dass sie es euch beibringen. Das müsst ihr euch halt immer denken, wenn ihr so denkt, ja, ich habe jetzt schon so oft gefragt, fragt einfach so oft, wie ihr wollt. Wenn ihr für Klausuren oder Tests lernt, halt Vokabeltests oder so, ganz, ganz wichtig, euch selbst zu testen. Also, wenn ihr zum Beispiel Vokabeln lernt, haltet euch eine Seite zu und schreibt einfach mit Bleistift oder so, schreibt das kurz daneben oder wenigstens im Kopf, dass ihr im Kopf euch das denkt und dann könnt ihr es abhaken und das nächste machen. Weil es ist halt richtig wichtig, dass ihr dann in diese Prüfung reinkommt, dass ihr nicht immer einfach nur die Ergebnisse habt, die ihr euch immer durchliest, sondern dass ihr auch euren Kopf selbst so zum Denken bringt. Dann, wenn ihr zu dem Punkt kommt, dass ihr wählen dürft, ich weiß jetzt nicht, wie alt ihr seid oder in welcher Stufe ihr seid, die das Video gerade gucken, aber ich kann euch sagen, wählt die Fächer, die euch interessieren. Geht nicht nach den Lehrern oder so, wo gibt's gute Lehrer, wo gibt's schlechte Lehrer. Und geht auch nicht danach, wo eure Freunde sind, sondern wirklich geht nach euren Interessen. Weil ihr müsst euch vorstellen, ihr verbringt den größten Teil eurer Jugend in der Schule. Und dann solltet ihr halt wirklich das machen, was euch interessiert. Und auch wenn ihr dann für Klausuren lernen müsst, wenn euch das interessiert, lernt ihr doch lieber für Bio als für, keine Ahnung, irgendein anderes Fach, was ihr halt nicht so gerne mögt. Probiert, euren Fokus darauf zu legen, etwas zu lernen und nicht gute Noten zu schreiben. Und damit kommen wir auch schon zum 5. Punkt. Und das ist wirklich, das ist ein Standardpunkt, aber stresst euch nicht. Die letzten 2 Jahre der Schulzeit sind wirklich die einzigen, die zählen. Es kommt darauf an, auf was für einer Schule ihr seid. Also natürlich, ihr solltet immer probieren, euch zu bessern, damit ihr nicht in dem letzten Jahr so einen richtigen Schockmoment habt.
dass es halt plötzlich richtig viel ist. Probiert einfach die ersten Jahre wirklich für eure Interessen zu nutzen. Die 10. Klasse ist bei uns zum Beispiel auch wirklich dafür da, dass wir Interesse für die Fächer aufbauen. Also, dass wir rausfinden, was uns gefällt, was uns Spaß macht, damit wir wissen, was wir zum Beispiel ins Abi nehmen wollen. Ihr müsst lernen zu improvisieren. Ich weiß, das klingt ein bisschen seltsam, aber wenn ihr zum Beispiel nicht für eine Klausur gelernt habt oder wenn ihr zum Beispiel eine Englischklausur schreibt oder eine Deutschklausur und ihr müsst irgendwas interpretieren und ihr wisst aber gar nicht, was ihr schreiben sollt oder ihr habt Tiermittel oder sowas nicht gelernt, ihr müsst lernen, irgendeinen Scheiß aufschreiben zu können. Also ist doof gesagt, aber ihr müsst einfach irgendwelche random Sachen aufschreiben und auch im Unterricht, wenn ihr nicht genau wisst, was es ist, sagt einfach irgendwelche random Sachen, schon was zum Thema bezogen ist. Aber ihr könnt ja auch so offensichtliche Sachen sagen oder so. Hauptsache, ihr gebt euch Mühe und die Lehrer sehen, dass ihr euch Mühe gebt. Wenn du halt irgendwie irgendwas interpretieren kannst, aber immer dran denken, in Deutsch und Englisch immer alles begründen. Wirklich das dümmste Argument kannst du dir raussuchen. Solange du das irgendwie ordentlich begründen kannst, ist halt alles gut und du kriegst den Punkt. Das ist halt im Endeffekt egal, was du dann schreibst, also in Deutsch und Englisch zum Beispiel. Und ich sage nicht, dass ihr in irgendwelchen Abi-Klausuren oder Abschlussklausuren oder sowas nicht lernen solltet und einfach nur improvisieren. Das ist nicht so. Wenn du das aufgeschrieben hast, was du aufschreiben musst, dann kannst du noch irgendwie deinen Text verlängern, indem du einfach noch irgendwelche anderen Sätze hinschreibst, die eigentlich unnötig sind, aber halt Hauptsache, du hast irgendwie die Länge des Textes, die dein Lehrer haben will. Es ist ein bisschen hart zu erklären, aber ich glaube, es macht Sinn. Man muss halt improvisieren können. Aber wie gesagt, ihr dürft euch nicht so 100% darauf verlassen. Okay, der nächste Punkt ist wirklich sehr, 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 sehr wichtig. Für vor allem Klausuren, bevor ihr irgendwie anfangt, ihr lest euch die Aufgabe durch, macht euch einfach im Kopf quasi eine To-Do-Liste, quasi wie der Rechenweg ist. So von wegen, okay, als erstes nehme ich die Formel, dann löse ich nach x auf, dann mache ich das. Und dann macht ihr das in der Reihenfolge, weil dann habt ihr einfach einen Plan. Dann macht ihr nicht einfach drauf los, weil das bringt Verwirrung, auch wenn ihr das in dem Moment halt nicht merkt. Aber ihr werdet halt einfach verwirrt sein und im Endeffekt gar nicht so wirklich einen Plan haben, was ihr tut. Aber wenn ihr euch halt vorher einen Plan macht, halt schnell im Kopf, nicht zu viel Zeit daran verschwenden, ne? Dann vergisst ihr auch nichts. Und genauso ist das in Deutsch, Pädder, Englischklausuren. Wenn man zum Beispiel 3 Aufgaben hat, meistens weiß man ja im Voraus, was für Aufgaben drankommen. Dann könnt ihr euch schon im Voraus so ein bisschen Zeitetappen machen. Also zum Beispiel erste Aufgabe 20 Minuten, zweite Aufgabe 40 Minuten und dritte Aufgabe 30 Minuten. Okay, der nächste Punkt ist, wenn ihr einen Freiblock habt, einen Fallblock, Vertretung, die unnötig ist und ihr macht nichts, nutzt so Stunden und macht irgendwie Hausaufgaben oder lernt schon mal. Und dann könnt ihr ja die Pause nutzen, um mit Freunden was zu machen. So probiert einfach eure Zeit so gut wie möglich zu nutzen. Okay, mein nächster Punkt ist so, so wichtig. Und ich weiß, also ich habe das tatsächlich erst gecheckt und gelernt, als ich mein iPad bekommen habe. Aber es bringt so, so viel. Und das ist wirklich etwas, das habe ich vorher noch nie von irgendwem anders gehört. Macht euch Notizen, als würdet ihr einen Lernzettel schreiben. Also erstmal, wenn ihr im Unterricht sitzt und es ein neues Thema gibt. Also meistens schreiben ja auch die Lehrer irgendwelche Formeln an die Tafel, zum Beispiel Mathe. Oder die schreiben irgendwelche Regeln an die Tafel oder im Buch steht irgendeine Regel. Aber schreibt euch Notizen, so als würdet ihr schon einen Lernzettel schreiben. Weil dann müsst ihr am Ende keinen Lernzettel mehr schreiben, weil ihr schon einen Lernzettel habt. Irgendwie müsst ihr euch ein System überlegen, dass ihr immer genau seht, wo ist eine Regel und wo ist irgendwelche Übungen oder sowas. Also dass ihr das so strikt voneinander trennt. Grammatikheft und Übungsheft oder sowas. Sehr gute Idee. Und dann am Ende spart ihr euch so viel Zeit, weil falls ihr schon mal einen Lernzettel geschrieben habt, das dauert echt lange. Ihr könnt euch halt mehr darauf konzentrieren, Übungen zu machen, anstatt halt einen Lernzettel zu schreiben. Weil Übungen machen halt sehr viel mehr bringt beim Lernen als Lernzettel schreiben. Und dann habt ihr halt mehr Freizeit und müsst nicht so viel außenrum noch machen. Okay, und der letzte Punkt ist schon ein bisschen traurig, dass man das sagen muss, aber sei gut mit deinem Lehrer. Wirklich, ihr müsst jetzt nicht auf Best-Friend-Basis, weil das ist ein bisschen weird, aber ihr müsst euch jetzt nicht so einschleimen, weil das ist auch ein bisschen komisch. Und ich meine, Lehrer sind ja nicht dumm, die merken das ja. Aber probiert einfach engagiert zu wirken und probiert so zu wirken, als würdet ihr das wirklich euch dafür interessieren, auch wenn ihr es nicht tut. Also klar, ihr solltet immer auf euer Recht bestehen, wenn ihr irgendwie unfair bewertet wird oder so, dann redet mit den Lehrern darüber, aber versucht euch so viel wie möglich von irgendwelchen krassen Diskussionen wegzuhalten. Du fällst halt negativ auf, mehr als dass du positiv auffällst, weil die negativen Sachen halt mehr in Augenschein treten als die positiven Sachen. Das war
mein allerletzter Punkt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, gebt mir auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben und abonniert gerne den Kanal, damit ihr mehr von mir sehen könnt. Das würde mich sehr, sehr freuen und das würde mir sehr weiterhelfen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes nächstes Halbjahr und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Musik.